Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück beim Football Manager 2015 mit dem Guru bei und Borussia Dortmund im Saisonendspurt, kann man das glaube ich schon nennen. Wir sind am 27. Spieltag schon vorbei. Wir sind quasi 28. Spieltag jetzt gegen Hoffenheim in 12 Tagen. Wir haben glaube ich eine kleine Länderspielpause, die ich so nicht bedacht hatte. Das heißt wieder viele Nachrichten für nix. Sansone wurde ins Team der Woche gewählt, okay. Und leider kein Spieler für unsere U19 bereit. Müssen wir gucken. Halbfinale. U19 hat gegen Leverkusen gewonnen. Das heißt, gucken wir mal. Erhard hat das Tor gemacht. Ja. Blaschikowski verlangt Geld für seinen Abgang. Was möchte er denn? Dass ich 144.000 1000 dazu zahlt jeden Monat. Das kann er ablehnen. Das mache ich nicht. Also ich wollte Blaschikowski gerne ganz loswerden und nicht noch hier nicht oben was drauf zahlen noch. Der Lord hat sich im Training verletzt. Das ist natürlich nicht so gut. Lehnt Celtic ab. Folgende Konditionen waren inakzeptabel: Gehalt, Auflaufprämie, Handgeld und Beratergebühr. Jo, dann bleibt Blaschikowski doch hier, informiert nochmal über das Training, der gute Tuchel. Deutschland auf dem Weg zum Erfolg, bla bla bla. Verletzt sich, Länderspielpause, Hütter übernimmt in Gladbach, war ja klar. Berechtigt für Profivertrag, hier dieser gute, den bieten wir auch gleich einen Vertrag an, das können wir gleich so lassen. Einen Vertrag bis 2017. Dann kann man den auf jeden Fall behalten, den Spieler. Das ist ja so wichtig. Da ist Hoffenheim schon zu sehen. Da freue ich mich schon drauf. Endlich wieder ein Spiel. Und ich hoffe, da kommt eine Trotzreaktion von unserem Team. Und ich hoffe, dass unser Torwart Ruffier auch bald wieder dabei ist. Der hat nämlich so ein bisschen unseren Spielfluss rausgenommen. Länderspielüberblick, okay. Şahin, Piszczek und Blaschikowski für ihre Länder unterwegs. Wieder eine kleine Trainersitzung. Ist gefühlt die dritte schon. Individuelles Training wird gestartet hier. Training von bezogenen Spielweisen. Ja. Jojic schon auf die Leihliste. Der kann auch zur Leihe. Der kann auch zur Leihe. Und Durm wird in naher Zukunft vielleicht einen Vertrag haben wollen, einen verbesserten. Es ist okay. Darf er gerne kommen und einen verbesserten Vertrag kriegen. Erik Durm, der sich ja zum Glück auf der linken Seite durchgesetzt hat gegen Schmelzer, war ja auch so mein Plan. Wir sollten ja ein bisschen auf die Jugend eigentlich auch setzen, haben dafür aber gut eingekauft. Mit Sissoto und Sassone haben wir uns natürlich gut verstärkt. Und mit Ruffier, was aber auch daran liegt, dass wir keine guten jungen Trover-Talente quasi im Verein haben. Zumindest keine, die jetzt gerade aktuell da waren und auch keine, die ich jetzt gerade weiß. Oh, ich wollte gerade sagen, keine Nachrichten, das war neu. Zimmermann ist verletzt. Für Champions League. Wir sollen Angriffsspiel fokussieren. Machen wir das natürlich. Und so gehen die Tage weiter. So, ist ein Profi, ja, das ist gut, Dortmund, Verträge laufen aus, müssen wir gucken, Scout und Physiotherapeuten, Volker Pöpper, Jugendverträge laufen noch aus, der ist ganz okay, der Spieler. Was mit ihm? Ist auch ganz okay. Den würde ich sogar noch eher verlängern als den anderen. So ist eigentlich ganz gut. Und hier Hornschuh. Hm.
Die sind alle nicht so gut, die Jugendspieler hier, wo die Verträge auslaufen. Markus Braun wäre halt noch eine Überlegung wert, dass er hier weiter Physiotherapeut bleibt. Dem geben wir einfach das Geld, was er haben will. Und unser polnischer Scout darf auch bleiben. Verdient allerdings ein bisschen weniger. 13,5, sage ich ja, sagt er auch ja. Gut. Deutschland Sieg gegen Iran. Buvaks. Stellungsspiel passen. Deckung. Abwurf ohne Ball. Nervenstärke. War die nicht irgendwo hier? Da. Nicht Führungsqualität, sondern Nervenstärke. Für Marco Reus. So. Gleich dann das Spiel gegen Hoffenheim. Da freut man sich drauf. Zufriedenheit des Vorstands, okay, stabil. Bundesliga-Spieltag-Analyse, Tuchel über Training, immer noch Kirch, Peckert und Bjarns. Unglück mit dem Training, die meisten von ihnen denken, dass sie im Training, das sie absolvieren sollten, nicht profitieren. Ja, gut. Ob wir nächstes Jahr... in der Champions League spielen wollen. Hoffenheim hat einen guten Sieg gehabt gegen Hamburg. Da werde ich gar nicht gucken. Er ist ein enorm talentierter Jugendspieler, der den Vertrag da unterschrieben hat. Die Pause... hat uns Möglichkeit gegeben, auf das Spiel gegen Hoffenheim vorzubereiten. Und dann ist auch das Spiel gegen Hamburg gleich direkt im Anschluss. Müssen wir gucken, dass wir da gut reinkommen. Jugendtalent ist nun Profi. Jo, Teamauswahl. Da müssen wir gucken, was haben wir da noch? Rivière ist noch verletzt. 2 Tage noch. Also im Pokal auch eher weniger, dass er da spielt. Anderson ist natürlich jetzt wieder voll dabei anstelle von Papastathopoulos dann. Und sonst, Reus, Sissoto, Sansone, muss man halt gucken, die sind alle nicht ganz so frisch hier. Blaschikowski ja immer noch, ich biete nochmal an. So, mit der Aufstellung gehen wir natürlich rein. Und hoffen, dass wir jetzt hier gegen Hoffenheim... Dortmund wird sich einen Platz in der Europa League für die nächste Saison sichern, wenn sie Hoffenheim schlagen... aber wird auch noch Hoffnung hegen, sich für die UEFA Champions League zu qualifizieren. Heißt, wenn wir gewinnen, sind wir sicher in der Europa League. Und das wäre so das Mindestziel für mich. Wenigstens in der Europa League. Ich erwarte heute einen Sieg. Hummels zum Glück auch. Denn hier wird gewonnen, Leute. Heute wird hier gewonnen. Bin ich mir sicher. Bin ich mir relativ sicher. Baumann mit dem Abschlag. Anderson und Hummels. Kagawa auf Reus. Marco Reus hier auf links. Geht auch zentral durch. Kann hier nochmal auf Kagawa spielen. Das sieht er auch gleich ganz gut. Sissoto ist da. Kopfball. Jo, da macht man mal das 1-0 als Sissoto. Nicht schlecht gespielt. In der 7. Minute macht er das 4. Saisontor für sich sogar. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. So, spontan. War nicht schlecht. Auch gleich die nächste Chance für uns. Und das ist die Trotzreaktion, die ich haben wollte. Kagawa. Kagawa Baumann. Hätte auf Immobile durchgesteckt, dann wäre das alles ganz anders gegangen. Ist aber auch erst erste Halbzeit noch. Und es ist auch ganz schön, dass wir noch ein Tor gemacht haben. Lange kein Tor mehr gesehen, jetzt Reus. Also doch, Tore haben wir gesehen, aber nur zum Unentschieden. Und das ist natürlich nicht dasselbe. Reus, nee, Kagawa spielt den Ball wahrscheinlich zu Reus. Genau, der hat nochmal die Chance zu einer guten Flanke. Flankt auch gut. Kagawa auf Sissoto nochmal. Sissoto, oh, wird da gefoult.
da kann man auch mal Elfmeter geben. Durm jetzt erstmal. Durm in der Vorwärtsbewegung auf Abraham. Bender kommt nicht dran, Volland. Und jetzt dann müssen wir nach hinten gehen. Bender stellt da den Hoffenheimer. Ich habe bis jetzt gerade gar nicht gesehen, wer es war. Immobile auf jeden Fall. Auf Baumann. Und noch eine Ecke. Von Marco Reus getreten. Vielleicht gibt es da jetzt das 2:0. Ich hoffe, ich drücke mir die Daumen. Anderson ist da. Hummels aber auch auf dem kurzen. Nee, auf dem langen Pfosten war Hummels. Anderson auf dem kurzen. Baumann dann abgefangen. Und Dom mit dem Einwurf. Und das ist gar nicht so schlecht, Reus. Wir machen hier das Spiel, so wie ich das gewohnt bin von unseren. Von unserer Mannschaft. Durm. Erik Durm. Der Weltmeister auf Gündogan. Kagawa. Der kann da auch mal durchstecken und das macht er nicht. Der geht da ins Dribbling und das ist falsch. Das müsste er sich ganz schleunigst abgewöhnen, dass er da abspielt. Er soll nicht die Tore. Er macht zwar viele Tore, allerdings soll er mehr der Vorbereiter sein. So wie Piszczek jetzt. Kim Jim-ju. Su, glaube ich, heißt er. Hummels wieder. Piszczek. Piszczek immer noch am Ball, obwohl er da abgenommen werden sollte. Kagawa. Auf Immobile. Immobile auf Sissoto. Macht er sein zweites Ding? Macht er wieder nicht. Immobile jetzt aber abgestaubt zum 2:0. Eiskalt. Ciro Immobile mit seinem 17. Saisontor macht hier einen richtig guten Job im Dortmund. Nicht so wie im realen Dortmund, wo er sie auch noch beleidigt. Reus erstmal mit dem Freistoß. Macht er jetzt noch das nächste? Marco Reus auf Kagawa. Reus nochmal. Nee, Kagawa macht den doch selbst. Pfosten. Ho. Piszczek. So, Piszczek. Geht da nicht ins Dribbling. Er spielt nach vorne. Süle ist da. Ja. Überraschend auf jeden Fall. Immobile ist eine Gestalt, die ich erst verkaufen wollte. Und jetzt ist er der Stammspieler. Aubameyang kommt da auch gerade nicht an ihn vorbei. Aubameyang, wenn er die Chance kriegt, nutzt er sie nicht. Und das ist halt das, was schlimm ist. Beziehungsweise selbst wenn Aubameyang die Chance nutzt, dann ist Immobile da. Und auf der rechten Seite wäre für Aubameyang natürlich nicht. Aubameyang heißt er. Natürlich auch Platz. Allerdings ist Sissoko da einfach gesetzt zurzeit. Langerak. Mit dem weiten Abschlag. Sissoko auf Immobile. Jetzt aber Firmino. Kagawa. Auf Bender. Nochmal den Ball abgenommen. Bender immer noch. Kagawa wieder. Raus auf Reus. Marco Reus. Und schon fährt der Dortmunder Zug wieder. Über Marco Reus. Baumann. Ja. Kann man machen. Als Marco Reus kann man das mal versuchen. Da muss aber mehr Druck dann hinter sein. Und das ist, denke ich, so das Problem gewesen gerade. Firmino jetzt mit einer gelben Karte. Halbzeit im Signal Iduna Park. Shinji Kagawa ein bisschen angeschlagen. Dafür Mkhitaryan jetzt mal rein. Vielleicht nutzt er ja jetzt die Möglichkeit für Kagawa dann. Ne? Wir führen zwar souverän, nein, wir sind auf der Siegerstraße, aber das Blatt kann sich noch wenden. Nicht nachlassen. Immobile findet das überhaupt nicht. Er findet also ein 2:0 ist ganz okay. Shiplock ist jetzt aber erstmal dran. Rudi. Schwegeler. Abraham. Gut, weiter geht's. Solange man nichts sieht, kann auch nichts schief gehen. Piszczek erstmal mit dem Einwurf. Weiter Ball auf Mkhitaryan. Auf Reus. Auf Sissoko, 3:0 sogar schon. Pione Sissoko mit dem 5. Tor, sein 2. heute. Also dem gefällt es in Dortmund, der macht da auf jeden Fall einen ganz guten Job. Sissoko, gut eingekauft von uns, genauso wie Sassone, der kommt heute auch noch. Da bin ich mir sicher. Reus allerdings auch mit einer guten Vorlage, muss man ganz ehrlich sagen. Mkhitaryan hat da den Ball gekriegt gehabt. Kann man sehen, wie er will oder wie man will quasi, ob das jetzt eine gute Sache war oder nicht. Schalke liegt hinten, sehe ich gerade. Schalke jetzt wieder mit dem Ausgleich. Gucken wir mal. Anderson und Hummels spielen ganz gut zusammen. Sissoko würde ich halt gerne auswechseln eigentlich. Bringt jetzt aber Sansone für Reus. Und denn Spiele gewinnt man, wenn man offensiv geht. Das wissen wir alle. Piszczek ist jetzt ein bisschen am lahmen. Und da lassen wir Schmelzer dann spielen. Beziehungsweise nein, wir lassen Papastadopoulos rein. Warte mal, den können wir so wechseln. Letzte rückgängig machen. Papastadopoulos kommt dann rein für Piszczek. Auf der rechten Seite ein bisschen besser als Schmelzer.
auch wenn Papastathopoulos kein gelernter Rechtsverteidiger ist, sondern nur gelernter Innenverteidiger, mache ich das trotzdem gerne, weil er auch rechts spielen kann. Allerdings auch nicht so gut. Aber bei einem Stand von 3:0 kann man das mal machen. Sassone jetzt auch eher unauffällig, würde ich fast sagen. Also wie Mkhitaryan und Papastathopoulos sehen sie selbstgefällig aus. Und das soll natürlich nicht sein. Langerak jetzt erstmal mit dem weiten Abschlag. Vielleicht noch eine Chance. Abraham. Gündogan. Mkhitaryan. 3:0. Ist auf jeden Fall eine gute Reaktion gewesen. Gutes Einstimmen auf den DFB-Pokal. Ich bin sehr erfolgreich. Ihr habt toll gespielt. Warum können wir nicht immer so spielen? Das findet Bender überhaupt nicht. Ich finde, das ist total die Scheiße. Sissoko natürlich Mann des Spiels. Und Dortmund hat sich jetzt souverän für die Europa League qualifiziert, weil ich denke mal, dass wir... Genau, wir können nicht mehr runterfallen unter Platz 5. Von den Spielen her sind ja noch 6 Spiele zu gehen. Und DFB-Pokal natürlich auch. Sissoko sticht bei Dortmund hervor. Dortmund weiterhin ungeschlagen. Haben ja auch viele Unentschieden gespielt natürlich. Seit 5 Spielen ungeschlagen. Es ist wichtig, Konzentration aufs nächste Spiel. Könntet Überschätzung, kein Problem. Das ist immer ein Problem, ja. Nein, meine Jungs. Schäumen vor Selbstvertrauen. Marco Reus vom Tor erklären. Aber so etwas passiert, dass man da die Chancen vergibt. So, 3 Tage gegen HSV, DFB-Pokal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Gebt dem Ganzen einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin sagt euer Goro Beißmer. Ciao.